Philipp Buchner jetzt auf der Turbo-Motorbahn mit der Hochfahrt im Chevrolet Nova mit den schwarzen Ford Escort Mark I will eine S60 fahren und Frank Römer, der gestern in der Qualifikation mit seinem blauen Chevrolet Camaro schon ganz gut gelegen hat, hat sich eine 968 vorgenommen. Frank Römer ist aktuell siebte, 97.000. Der leichte Punktstart ist hier in der Qualifikation erstmal durch. Ein 9,65 auf den 19. Römer bleibt auf dem 7. Der schwarze Party-Schnaps-Doppelsitzer Dragster kommt aus dem großen Rennstall von Gerd Habermann. Normalerweise wählt er sich immer eine 9,1 vor. Ja, allerdings hat er den Index etwas langsamer angesetzt. Wie man sehen kann, will er einen 9,29 fahren. Aktuell ist er auf dem 10. Rang. Gestern ist er eine Zehntelsekunde von seinem Index weggeblieben. Die Reaktionszeiten bei Gerd Habermann immer auf absolutem Spitzenniveau, aber der Motor hat ihm da so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Man sieht, wie die Sekunden Reaktionszeit und auf der Ziellinie dann eine 9,27. Das dürfte sein Partner sein.